Ja, einen schönen guten Abend auch von meiner Seite. Es freut mich, wieder einmal hier im schönen Salzburger Land sein zu dürfen. Ich war ja schon öfters hier, vielleicht darf ich mich noch kurz vorstellen, weil mich sicher nicht alle kennen in diesem Raum. Bernhard Demeth, ich komme aus Vorarlberg, aus der Stadt Hohenems, eine Stadt mit 16.000 Einwohnern. In der Mitte des Vorarlberger Rheintales, direkt an der Schweizer Grenze. Ich bin seit 1985 politisch tätig, bin seit 1975 Mitglied der Freiheitlichen Partei ohne Unterbrechung, jetzt seit 39 Jahren. Habe politisch alles durchgemacht, vom Stadtvertreter der Stadt Hohenems bis 8 Jahre Stadtrat, 5 Jahre Vizebürgermeister, war dann im Vorarlberger Landtag und bin seit dem Jahr 2006 in Wien im Nationalrat. Bin seit damals stellvertretender Obmann des Wirtschaftsausschusses, des Parlamentarischen. Bin Mitglied im Finanzausschuss und im Budgetausschuss, ja, und befasse mich in den letzten Jahrzehnten immer wieder mit Wirtschaftspolitik, von der Gemeinde angefangen über das Land Vorarlberg bis hin zum Bund. Um überhaupt die Sachen zu verstehen, worum es eigentlich heute geht, muss man endlich so weit kommen, sich die Wahrheit einzugestehen. Unsere Regierungsvertreter stellen sich immer wieder hin und sagen, wir sind die Besten in Europa. Da fängt der erste Irrtum schon an, weil auch die Schweiz und Norwegen gehören zu Europa, sie gehören nur nicht zur EU. Übrigens, die besten, wirtschaftlich besten 5 Länder in Europa in den letzten Jahren hatten alle eines gemeinsam, sie hatten alle den sogenannten Erfolgseuro nicht. Und trotzdem überleben sie. Im Gegenteil, sie überlegen wesentlich besser wie wir, nur das ein Detail am Rande. Und wenn man nicht bereit ist, sich die Wahrheit selber einzugestehen, dann ist man auch nicht bereit, etwas zu ändern. Wenn man permanent von sich selber überzeugt ist, dass wir die Besten sind, dann besteht auch kein Grund, etwas zu ändern. Und um das besser zu verstehen, und das mache ich jetzt aber relativ schnell, möchte ich Ihnen einmal die aktuelle Situation des österreichischen Staates aufzeigen. Jetzt fangen wir an, ernst. Also die momentane Situation, das Jahresbudget 2014, 72 Milliarden Euro Erträge, 75 Milliarden Euro Aufwendungen. Das heißt, wir machen wieder ein Minus. Wir haben 3,6 Milliarden Minus. Wir haben 120 Milliarden Euro an Haftungen. Wir haben einen Zinsaufwand von 8,3 Milliarden Euro jährlich ohne Tilgung. Wir haben eine Abgabenquote, das betrifft vor allen Dingen auch Unternehmer, aber auch natürlich Arbeitnehmer, von knapp über 44, in der Zwischenzeit bereits 45%. Damit sind wir eine der höchsten in Europa. Wir haben ein Budgetdefizit im Jahr 2013 gehabt von 4,7 Milliarden, das setzt sich weiter fort. Wir haben pro Minute eine Euro-Neuverschuldung von 9.000 Euro und wir haben eine Staatsschulden im Moment, Sie können das jederzeit auf Ihrem Handy abrufen, www.staatsschulden.at, von ca. 280 Milliarden Euro. Das sind 87% des Bruttoinlandsprodukts. Das Bruttoinlandsprodukt ist das, was der Staat erwirtschaftet im Laufe des Jahres, beträgt im Jahr 2013 312 Milliarden Euro. Der Budget, der Schuldenschwindel, das fängt ja dort schon an. Wir hatten ja noch vor 3 Wochen eine Staatsverschuldung von nicht ganz 250 Milliarden. Allerdings hat die EU schon vor Jahren darauf hingewiesen, dass die ausgelagerten Schulden, wie zum Beispiel ÖBB, ASFINAG und wie sie alle heißen, von 28,7 Milliarden ins offizielle Budget einfließen müssen, weil sie auch Staatsschulden sind. Und die EU hat jetzt gefordert, dass man zumindest die ÖBB-Schulden mit reinnimmt. Das heißt also, jetzt ist die Staatsverschuldung plötzlich auf diese 280 Milliarden explodiert. Die Schulden hatten wir vorher auch, nur waren sie halt versteckt in der ASFINAG, in der ÖBB, Bundesimmobiliengesellschaft, Länder, Gemeinden und so weiter. Das heißt, der Schuldenberg wird immer größer, die ausgelagerten Budgettricks rächen sich jetzt. Und diese Statistiken, die statistischen Tricks, die gibt es ja in allen Statistiken, die wir in Österreich haben. Auf das komme ich dann noch. Gehen wir weiter. Wir haben Bundesfinanzrahmengesetz, wurde bereits beschlossen im Zuge auch des Doppelbudgets 2014, 2015. Also wir haben die Erträge in den nächsten Jahren bis 2018 und Sie sehen, dass das Defizit nach wie vor vorhanden ist. Also wir sind weit entfernt von einem Nulldefizit und das Bruttoinlandsprodukt sollte in dieser Art steigen. Darauf komme ich auch noch, weil es das nicht wird, weil das Wirtschaftswachstum das Ganze nicht hergibt. Die Abgabenquote sollte bei rund 44% bleiben, also weit entfernt von den Versprechungen der ehemaligen Finanzminister, angefangen bei Molterer bis über Bröll, bis über Vector, die alle gesagt haben, die Abgabenquote muss runter auf unter 40%, immer unter dem Motto, weniger, leistungsgerechter und einfacher.
Davon sind wir nach wie vor weit entfernt. Der Zinsaufwand bleibt in etwa konstant bei 8 Milliarden unter der Voraussetzung, dass das Wirtschaftswachstum, unter dessen Annahme man ausgegangen ist bei der Budgeterstellung fürs Doppelbudget 2014, 2015, sollte sein. Das stimmt nicht mehr, weil in der Zwischenzeit mit den eingerechneten Schulden der ÖBB Asfinag sind wir, können es da über einen Achter hinschreiben. Also wir sind nach wie vor bei über 80% Verschuldung zum Bruttoinlandsprodukt. Alle wissen vielleicht, dass die Maastricht-Kriterien, die man seinerzeit so schön beschlossen hat, dass die Staatsverschuldung nicht über 60% aller europäischen Mitgliedstaaten steigen sollte. Die Budgetplanung, davon ist dann bei der Budgetplanung für die Erstellung des Doppelbudgets, das heuer im Mai beschlossen wurde im Parlament, ist man ausgegangen von einem Wirtschaftswachstum von 1,7%. Wir haben damals schon gewarnt, weil wir in den letzten 2-3 Jahren immer die Erfahrung gemacht haben, dass im Quartalsrhythmus das Budget, also das Wirtschaftswachstum, immer nach unten revidiert worden ist. Angefangen von der Österreichischen Nationalbank bis hin zu den einzelnen Bankinstituten, zu Wirtschaftsexperten, Ökonomen, auch europaweit und auch seitens der EU. Tatsächlich haben wir jetzt eine Jahresprognose für 2014 von 0,8%. Der Chefanalyst, der Babak, spricht sogar nur von 0,6%. Das heißt, das beschlossene Budget 2015 wird nicht halten. Und wenn man sich die Ernsthaftigkeit der sogenannten Spezialisten anschaut, wenn man nur den Gouverneur Nowotny von der Österreichischen Nationalbank hört, der gesagt hat, das Budget 2014 wird schwierig zu erstellen sein, weil die Prognosen des Wirtschaftswachstums nicht mehr stimmen, dann weiß man, mit welcher Ernsthaftigkeit solche Leute ans Werk gehen, die nicht einmal wissen, dass das Budget 2015 bereits im Mai beschlossen wurde. So viel dazu. Der Budgetpfad ist nicht mehr einzuhalten und der Steuerreform und Zukunftsmaßnahmen werden immer überlebensnotwendiger, da komme ich dann aber im Detail noch darauf. Die größten Brocken im Budget generell, was die Wirtschaft natürlich mitbelastet, wir haben allein für die Pensionsleistungen Zuschüsse im Jahr zu leisten von 19 Milliarden. Wir haben in Österreich ca. 2,3 Millionen Pensionisten und davon ca. 300.000 Beamtenpensionen. Und wenn Sie schauen, für ca. 2 Millionen Pensionisten schießen wir vom Budget 10 Milliarden zu in die Pensionsversicherung und für 300.000 Beamte schießen wir fast die gleiche Summe zu. Es gibt nach wie vor keine Pensionsreform, die greift. Die Österreicher gehen nach wie vor viel zu früh in Pension. Das ist ein Riesenproblem. Wir haben die jüngsten Pensionisten übrigens in der ganzen EU. Verwaltungsreform würde Budgetmittel freimachen. Nur davon spricht man seit 30 Jahren. Man macht es nur nichts. Man setzt nicht um. Wir fordern es immer wieder. Wir haben auch konkrete Vorschläge gemacht. Es hat auch diesen Reformkonvent, den Österreich-Konvent gegeben. Das ist in der Zwischenzeit 10 Jahre her, wo sehr gute Vorschläge drin sind. Es gibt über 500, fast 600 Vorschläge vom Bundesrechnungshof mit Einsparungspotenzialen von über 10 Milliarden Euro pro Jahr. Und man setzt sie nicht um. Wobei man dazu sagen muss, der Bundesrechnungshof zeigt nicht nur auf die Fehlentwicklungen, sondern macht auch Vorschläge, wie man es ändern könnte. Also es ist nicht nur so, dass der kritisiert, sondern der macht konkrete Vorschläge, wie man zu diesem Ziel gelangen kann und was geändert werden muss. Bildungsinvestitionen sind stark gefährdet, das wissen wir. Das Bildungsbudget wird auch nicht erhöht von Jahr zu Jahr, obwohl wir wissen, wie wir in PISA-Tests abschneiden. Offensichtlich interessiert das niemanden. Gesundheitswesen das Gleiche. Wir haben dort viel zu viel Verwaltungskosten. Wir könnten dort Einsparungen im Jahr von 2 bis 3 Milliarden Euro machen, ohne dass die Gesundheitsleistung für die Bevölkerung darunter leiden müsste, weil das allein nur praktisch im Verwaltungsbereich eingespart werden könnte. Übrigens so viel, dass wir immer die Besten sind. Das World Economic Forum hat heuer vor circa eineinhalb Monaten eine neue Statistik herausgebracht. Da hat man im internationalen Vergleich 148 Staaten verglichen und da sehen Sie ungefähr, wo wir sind. Gesamtstaatliche Schulden auf Platz 122, gratuliere. Gesamtsteuerbelastung ebenfalls. Betriebsgründungsdauer sind wir Platz 97, da geht es in Bangladesch schneller, falls jemand auswandern will. Verfahren zur Unternehmungsgründung, Platz 88, also das ist sagenhaft. Flexibilität der Lohnfestsetzung sind wir am vorletzten Platz. Das sind alles Dinge, die man nicht angeht, weil man sich die Wahrheit nicht eingesteht. Und man kann nur eine Änderung wirklich
herbeiführen, wenn man sich selber einmal die Wahrheit eingesteht und nicht selber von sich selber immer auf die Schulter klopft und sagt, wir sind ohnehin die Besten in Europa. Wenn ich jedem weismachen will, dass ich der Beste bin, dann bin ich logischerweise auch überzeugt davon, dass ich nichts ändern muss, weil ich ja alles richtig mache, sonst wäre ich ja nicht der Beste. Die aktuelle Arbeitsmarktlage, wir haben ca. 3,5 Millionen unselbstständig Beschäftigte. So viel jetzt zur Arbeitslosenstatistik. Wir haben ja laut der EU-Statistik 4,9% arbeitslos. Jetzt kann sich jeder ausrechnen, wie sich das ausgehen soll. Wir haben Stand Ende September eine Arbeitslosenzahl von 369.000. Da sind die 77.000 Schulungsteilnehmer mit drin. Die sind ja auch arbeitslos. Im Gegenteil, die kosten ja noch mehr wie ein Arbeitsloser, weil die Schulungsmaßnahmen ja auch Geld kosten. Die werden dann rausgerechnet und dadurch haben wir dann unter 300.000 Arbeitslose. Was man nie mit einrechnet, ist, dass wir 80.000 Personen als Langzeitbeschäftigungslose haben. Das heißt, wer über ein Jahr arbeitslos ist, fällt aus der Arbeitslosenstatistik raus und auch aus dem AMS, weil er dann natürlich auf die Fürsorgeleistungen und solche Dinge angewiesen ist. Und diese 80.000, die haben wir konstant seit über 5 Jahren. Das heißt, die müsste man hier noch dazu rechnen, dann haben wir eine Arbeitslosenquote von 430.000 oder 440.050 fast. Und dann können Sie sich ausrechnen, dass Sie dann bei 3,5 Millionen unselbstständig Beschäftigten auf weit über 10% Arbeitslosigkeit sind. Wir sind nicht so gut, wie wir uns selber immer weismachen wollen. Und solange wir das nicht einsehen, wird sich auch in diesem Staat leider nichts ändern. Und ich habe die Befürchtung, bevor wir nicht an die Wand fahren, ändert sich sowieso nichts. Einmal zumindest nicht mit dieser Bundesregierung. Dann haben wir die Jugendarbeitslosigkeit offiziell 8,2%. Das sind 44.000. Was man nicht dazu sagt, ist, dass 30.000 Jugendliche in sogenannten AMS-Kursen, ÜLAS, überbetriebliche Lehrausbildungszentren im Auftrag des AMS, und in Stiftungen, Kursen und in Beschäftigungsprojekten versteckt werden. Die werden natürlich nicht mitgezählt. In Wirklichkeit haben wir eine Jugendarbeitslosigkeit in Österreich, leider auch in der Zwischenzeit von 16%. AMS-Werkstätten, der Output sehen Sie, ein Drittel machen den AMS-Abschluss, ein Drittel wechselt in einen Betrieb und ein Drittel fallen im Laufe der Ausbildung weg, leider, und sind danach auch nicht mehr vermittelbar, weil wir halt die Billigarbeitsplätze im Laufe der letzten Jahrzehnte permanent ausgelagert haben. Was man auch dazu sagen muss, da komme ich dann noch wegen dem Blumenbonus darauf zurück, in den ÜLAS, das sind die sogenannten überbetrieblichen Lehrausbildungszentren, da sind im Moment in etwa 10.000 Personen drin, Jugendliche. Es ist nichts anderes als eine Beschäftigungstherapie, wo in der Zwischenzeit die Arbeiterkammer, der Gewerkschaftsbund und auch die Industriellenvereinigung sagt, sie sind ineffizient, viel zu teuer und die Drop-out-Quote ist wesentlich zu hoch. Da kostet ein Arbeitsplatz im Jahr 17.319 Euro. Zum Vergleich, der Blum-Bonus, der ein Erfolgsmodell war, der leider im Jahr 2008, wie es der Rupert erwähnt hat, abgeschafft wurde, hat damals Anreize für die Betriebe gestellt, damit Betriebe zusätzliche Lehrstellen schaffen und Lehrlinge aufnehmen. Es hat der Blum-Bonus war insgesamt circa 6 Jahre also gültig und hat in dieser Zeit dazu geführt, dass österreichweit über 12.000 neue Lehrstellen geschafft wurden und über 5.000 Betriebe erstmals einen Lehrling aufgenommen haben, weil nämlich dieser Blum-Bonus dazu geführt hat, dass Anreize für Betriebe da waren, der gesagt hat, okay, im ersten Jahr kostet mich der Lehrling zwar Nerven und Zeit, aber zumindest kostet er mich kein Geld. Und der Blum-Bonus hat in 3 Jahren 8.400 Euro gekostet und ein ÜLAS-Lehrplatz kostet 17.300 pro Jahr. Nur so viel dazu, wir fordern seit Jahren den Blum-Bonus wieder einzuführen, er hat ihn überarbeitet, es gibt ihn neu. Ich habe sehr gute Kontakte zum Egon Blum. Ich treffe mich auch immer wieder mit ihm, weil er immer wieder neue Ideen und Inputs hätte, die wirklich gut wären und der Wirtschaft gut hätten. Wir haben übrigens in der Zwischenzeit diese 12.000 Lehrstellen wieder verloren und von den 5.000 Lehrbetrieben, die wir damals dazu gewonnen haben, haben wir 4.000 auch nicht mehr. Also zum Erfolg, so viel zum wirtschaftlichen Erfolg der jetzigen Bundesregierung. Nur damit wir sehen, die Arbeitsmarktlage in den Nachbarländern, wobei man hier diese, also Liechtenstein-Schweiz ausklammern muss, alle anderen unterliegen der sogenannten Eurostat-Statistik, die ganz anders erstellt wird. Sie sehen, dass Österreich hier, oder Deutschland mit 4,9, so wie Österreich gehandelt wird, in Wirklichkeit ist sie viel, viel höher. Ich habe Ihnen das auch anhand des Beispiels in Österreich gezeigt, dass wir circa bei über 10% liegen. In der Schweiz gibt es diese zwei Statistiken nicht.
Wer in der Schweiz arbeitslos ist, egal ob in einem Kurs ist oder in einer Stiftung oder wo auch immer, der wird als Arbeitsloser gemeldet. Die Schweiz hat aktuell bei fast gleich vielen Einwohnern wie Österreich, weil auch die Schweiz hat schon 8,1 Millionen Einwohner, hat die Schweiz konkret bei Ende September 130.000 Arbeitslose. Wir haben, wenn man die Langzeitbeschäftigungslosen dazu nimmt, 430.000 bei fast der gleichen Einwohnerzahl. Nur, dass man sieht, wie hier die Statistiken gefälscht werden. Und auch bei der Jugendarbeitslosigkeit ist die Schweiz sensationell mit 3,4, der Liechtenstein mit 3%. Schlimm wird es natürlich in den sogenannten Staaten, die heute aufgrund des stabilen Euro extrem leiden, die nicht mehr die Möglichkeit haben, wie in den vergangenen Jahren mit der eigenen Wertung abzuwerten und damit die wirtschaftlichen Probleme in den Griff zu bekommen. Die sind jetzt gezwungen, unter diesem starren Euro auszuharren. Wozu das geführt hat, wissen Sie. Wir hatten vor der Wirtschaftskrise im Jahr 2008 in Europa ungefähr 15 Millionen Arbeitslose. Wir haben seit der Wirtschaftskrise im Jahr 2008 insgesamt 680 Milliarden Euro in die Hand genommen. Gerettet haben wir niemanden, nur die Banken und das Finanzsystem. Mit dem Erfolg, dass wir heute in der EU 26 Millionen Arbeitslose haben und davon 6 Millionen Jugendarbeitslosigkeit. Und man spricht in den Ländern im Süden, speziell in Griechenland, in Spanien, in Italien, jetzt schon von einer verlorenen Generation. Und das ist schlimm, weil es unweigerlich zu sozialen Konflikten führen wird. Und das viel gepriesene Friedensprojekt Europa ist auf Schärfste gefährdet, wenn man hier nicht endlich gegensteuert. Und zwar mit ganz anderen Maßnahmen. Das wird nicht anders funktionieren. Das wird Ihnen jeder Ökonom sagen. In der Zwischenzeit gibt es europaweit einige hundert, die davor warnen, diesen Kurs in der Art so weiterzufahren. Ja, Lehrlinge, Facharbeiter. 50% gehen in eine weiterbildende Schule, also da haben Sie ungefähr die Statistiken der letzten Jahre. Das Problem, das wir jetzt haben, dass wir die geburtenstarken Jahrgänge nicht mehr haben. Wir verlieren von Jahr zu Jahr ca. 5000 Schulabgänger, die natürlich dann für die Ausbildung fehlen. Und in weiterer Folge, da kommen wir dann auch noch dazu, ist der Facharbeitermangel natürlich vorprogrammiert. Zum Ersten, wenn er die Schule verlässt, kann er nicht lesen, nicht schreiben und nicht rechnen. Dadurch tut er sich ohnehin schon schwer, eine Lehrstelle zu finden. Und wenn er dann eine gefunden hat, dann hat er das Problem, dass er die Ausbildung dann wirklich schafft. Und wenn er sie schafft, dann muss man natürlich auch als Betrieb Anreize schaffen, um den Facharbeiter im eigenen Betrieb zu halten, damit er dann nicht abgeworben wird. Weiter. Ja, die Babyboomer Generation, habe ich gesagt, sind vorbei. Wir haben einen Facharbeitermangel, das war bis vor 2-3 Jahren nur ein Thema für die Industrie. Die hat ja angefangen, speziell auch in Oberösterreich, Salzburg oder im Osten von Wien, in Vorarlberg ist in dieser Größenordnung nicht ausgeprägt, zu jammern, dass zu wenig Facharbeiter da sind. Dann hat die Industriellenvereinigung den Vorschlag gemacht, man soll einmal jede Menge Leute aus dem Ausland herausholen, speziell aus den ehemaligen Ostblockstaaten, damit man dieses Fachkräfteproblem beheben kann. Nur eines muss Ihnen klar sein, da gibt es auch Statistiken, wenn Sie 100.000 Leute aus dem ehemaligen Ostblock nach Österreich holen, dann sind dafür laut Statistik als Facharbeiter maximal 5.000 brauchbar. Das heißt, die anderen 95.000 verschwinden im Sozialsystem, das wissen wir auch, das ohnehin nicht mehr finanzierbar ist und das ist das nächste Riesenproblem. Wir haben damals gefordert, dass man ganz gezielt Facharbeiter in den Bereichen, wo man sie braucht, auch sucht, so wie das die Kanadier machen, die Neuseeländer, die Australier zum Beispiel. Wenn die Kanadier 1.000 Tischler suchen, dann suchen sie 1.000 Tischler. Und dann kommt aber kein Schlosser rein oder sonst was, sondern dann suchen die konkret 1.000 Tischler. Und der muss Voraussetzungen mitbringen, angefangen, dass er die Sprache kennen muss, dass er jemanden haben muss, der für ihn bürgt als Firma, wenn er krank wird oder sonst was, damit er dem Staat nicht zur Last fällt. So viel dazu, da schreit aber kein Mensch, dass er ein Neonazi ist oder sonst was oder und ausländerfeindlich, sondern da ist das gang und gäbe, weil es auch Sinn macht. Ja, noch zusätzlich, ich gehe nochmal zurück. Nur noch einmal das Problem, das wir in Vorarlberg haben, ist zum Beispiel auch, dass wir, wenn Sie einen Lehrling fixfertig ausgebildet haben, wir haben einen riesen Lohnniveauunterschied zwischen der Schweiz und Österreich. Und ich habe es hier nur kurz aufgezeigt, der Unterschied, also das ist der durchschnittliche Lohn in Österreich und in der Schweiz. Das heißt also, in Österreich verdient der Facharbeiter dann 40% weniger und wir haben in Vorarlberg in der Zwischenzeit für über 15.000 Grenzgänger, die in Österreich den Wohnsitz haben, auch hier ihr Einkommen versteuern über das Doppelbesteuerungsabkommen.
auch in der Schweiz ihrer Arbeit nachgehen und natürlich wesentlich mehr verdienen. Und da haben wir das Problem auch in Vorarlberg, dass wir gute Lehrlinge permanent in die Schweiz verlieren, weil sie abgeworben werden. Und ich kann es einem jungen Menschen gar nicht verübeln, wenn er heute in der Schweiz einfach doppelt so viel verdient oder zumindest 50% mehr, kann ich nicht sagen, du musst da bleiben, weil wir brauchen dich hier im eigenen Land. Das ist das nächste Problem. Zu dem Thema kommen wir dann aber auch später noch. So. Und noch weiter. Ja, die Lösungsmöglichkeiten haben wir schon seit Jahren immer wieder vorgeschlagen. Bildungsoffensive. Wir wissen, dass man im Bereich Bildung schon lange was tun muss. Jetzt könnte ich böse sein und sagen, seit 30 Jahren geht das Bildungssystem ständig bergab. Seit 30 Jahren gibt es die Grünen und über 50% der Lehrer sind grün. So böse möchte ich aber gar nicht sein. Man könnte es aber so ausdrücken, oder? Nur Tatsache ist, dass Sie heute einen Schulabgänger, der die Grundschule macht und die Hauptschule abschließt, nach Abschluss der Hauptschule nicht gescheit lesen kann, nicht gescheit rechnen kann und nicht gescheit schreiben kann. Und dann wundert man sich, dass er als Lehrling entweder keine Lehrstelle findet oder dass er die Lehre nicht erfolgreich abschließen kann. Und das ist ein Grundübel. Ja, duale Lehrausbildung fördern, das heißt, da gehört auch der Blumenbonus wieder mit dazu. Also das heißt, man muss Anreize für die Betriebe schaffen, kommt viel billiger, hilft uns, die Lehrlingsarbeitslosenzahlen für den Jugendlichen nach unten zu drücken, denn das Erwerbsleben verlängern. Der Österreicher geht im Schnitt nach wie vor mit unter 59 in Pension, Frauen und Herren. In der Schweiz ist der Schnitt des Pensionsantritts 64. Das heißt, jedes halbe Jahr Pensionsverlängerung kostet den Staat um ca. 1 Milliarde Euro weniger. Wenn wir es nicht schaffen, in den nächsten Jahren das Pensionsalter zu heben, dann werden wir mit diesem Pensionssystem Schiffbruch erleiden. Und nur dazu muss die Wirtschaft Voraussetzungen schaffen. Es klingt ja so toll, zu sagen, du musst mit 62, 63 noch arbeiten. Dann wirst du mit 57 arbeitslos und niemand stellt dich mehr an. Das heißt, auch dort hat man die nötigen Voraussetzungen nicht geschaffen, dass man steuerliche Anreize, auch Anreize für Betriebe gibt. Wir haben zum Beispiel gefordert, dass der Arbeitslosenversicherungsbeitrag für ältere Arbeitnehmer und so weiter gesenkt wird. Im Gegenteil, man hat ihn erhöht. Man hat genau das Gegenteil immer von dem gemacht, was eigentlich Sinn machen würde. Und deswegen braucht es uns ja in der Regierung. Und es braucht uns natürlich auch in der Wirtschaft. Aber zu dem Thema komme ich dann noch ein bisschen ausführlicher. Wir brauchen eine Änderung in der Familienpolitik. Wir haben heute das Problem, dass eine Familie, Mann und Frau, im Schnitt noch 1,4 Kinder bekommen. Kann sich jeder selber ausrechnen, dass wir uns in einigen Jahrzehnten selber wegrationalisiert haben. Sie brauchen heute als Ehepaar Minimum 2 Kinder, nur damit sie den Bevölkerungsstand aufrechterhalten. Haben wir nicht. Die Franzosen haben das geschafft. Die haben ein Pensionssplitting bzw. ein Steuersplitting für die Familien eingeführt. Das heißt, das Einkommen der Familie wird durch die Köpfe der Familie geteilt und unterliegt dann dem Steuersatz, was da rauskommt. Hat dazu geführt, dass die Franzosen im Schnitt wieder über 2 Kinder pro Familie haben und dieses Problem, auf dem wir sitzen, nicht haben. Wenn man sich bei uns die Grünen und die Gutmenschen anhört, dann kann man das Ganze natürlich mit Zuwanderung auffüllen. Das ist schon klar. Wohin das führt, wissen wir auch. Beispiele gibt es österreichweit genug, von Dreiskirchen angefangen bis weiß wohin wo. Spezielle Bonifikationen, Anreize für Mitarbeiter im Betrieb etablieren. Auch klar, auch Sie als Unternehmer oder die Betriebe sind natürlich gefordert, Anreize im Betrieb zu schaffen. Aber dazu muss es natürlich auch die gesetzlichen Möglichkeiten geben, die es nach wie vor nicht gibt. Wir sind zum Beispiel seit Jahren dafür, dass man mehr auf Betriebsvereinbarungen geht. Das heißt, dass ein Betrieb sich das mit seinen Mitarbeitern selber ausmacht. Wann wird gearbeitet, wann ein zusätzlicher Auftrag reinkommt, dass man länger arbeitet und das nicht dann mit 48 Wochenstunden abtut, dann funktioniert das nicht. Und hier muss der Gesetzgeber handeln und das tut er nicht, das tut er bewusst nicht. Ja, was bleibt da? Jetzt komme ich noch zum Thema des heutigen Abends, die Wirtschaftspolitik im Allgemeinen. Und wir fordern seit Jahren viele Maßnahmen, wo wir immer wieder belächelt werden. Man gibt uns wohl recht, man gibt uns im Ausschuss recht, lehnt die Anträge dann im Ausschuss aber ab oder vertagt sie überhaupt, dann kommen sie die gesamte Legislaturperiode nicht mehr. Behandelt im Plenum werden sie nicht. Und dann kommt der Herr Leitl. Der Wirtschaftskammerpräsident, Wirtschaftsbündler, Oberster,
und oberster Wirtschaftskammerchef in Österreich und predigt immer, was er alles tun muss und was man alles tun muss, um die Wirtschaft zu entlasten, um die Bürokratie abzubauen und solche Dinge mehr. Der Christoph Leitl macht das im regelmäßigen Abstand, so im Halbjahrestakt, und in der Zwischenzeit hat er für mich jegliche Legitimation verloren, überhaupt zu Wirtschaftsthemen sich zu äußern. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Der Christoph Leitl sitzt in allen Gremien der ÖVP, hat dieses Doppelbudget mitbeschlossen, hat mitbeschlossen den Regierungspakt zwischen Rot und Schwarz, da hat er überall Ja gesagt. Und wir machen uns seit circa ein, zwei Jahren immer die Gaude und bringen Anträge im Parlament ein, die der Wirtschaftsbund in Wirtschaftsparlament einbringt. Und da sind durchaus gute Ansätze drin, wie Abbau der Bürokratie, effizientes Verfahrensmonitoring, Streichung der Veröffentlichungspflicht in der Wiener Zeitung und, und. Diese Anträge gehen im Wirtschaftsparlament nur mit Gegenstimmen der Grünen, aber mit Stimmen des Wirtschaftsbundes, also der Schwarzen, mit Stimmen der sozialistischen Wirtschaft und mit den Stimmen des RFW, des Ringsfreiheitlicher Wirtschaftstreibender, durch. Also mit 90% Mehrheit werden diese Anträge im Wirtschaftsparlament angenommen. Dann bringe ich diese Anträge im Parlament ein und dann, siehe da, werden sie abgelehnt. Und zwar genau von den Leuten, die auch im Wirtschaftsbund drin sitzen, die sowohl in der Wirtschaftskammer sitzen als auch im Parlament. Ähnlich funktioniert das bei Anträgen aus der Arbeiterkammer. Sie wissen, dass innerhalb der Roten Gewerkschaft oder innerhalb der Roten Fraktion jede Menge Gewerkschafter und Arbeiterkämmer drin sitzen und die genau die Anträge, die sie in ihren eigenen Gremien einbringen und abstimmen, werden im Parlament permanent abgelehnt. Und jetzt frage ich Sie, was soll man davon halten? Die Medien berichten davon nichts, weil wir das gewohnt sind seit Jahren, dass wir in wirtschaftlichen Interessen totgeschwiegen werden und solche Dinge, und das geht weiter. Wir fordern zum Beispiel schon lang, dass man die Gewerbeordnung endlich entrümpelt. Es werden nicht viele hierherinnen wissen, aber die Gewerbeordnung geht zurück auf das Jahr 1859, also nicht 1959, sondern 1859. Und ich mache mir jetzt die Gaude seit circa zwei Jahren, dass ich in jeden Wirtschaftsausschuss zwei, drei Beispiele einbringe, weil die Regierung nicht bereit ist, die Gewerbeordnung einmal grundlegend zu ändern. Und dann bringe ich so bei jedem Wirtschaftsausschuss, wir haben jetzt am Donnerstag wieder einen, bringe ich immer so Beispiele, wo man sagt, ja, das ist ja widersinnig. Das hat man immer noch nicht geändert, das ist nach wie vor in der Gewerbeordnung festgeschrieben und würde gelten. Ich lese euch jetzt nur kurz was vor, um ein Beispiel zu zitieren. Das bringe ich jetzt am Donnerstag ein. Und zwar gibt es da Entlassungstatbestände für Arbeiter. Die stammen wortwörtlich aus dem Jahr 1859, sind nie angepasst worden. Zum Beispiel Hilfsarbeiter oder Hausgenossen, die zum Ungehorsam, zur Auflehnung gegen den Gewerbsinhaber, zu unordentlichen Lebenswandel oder unsittlichen gesetzeswidrigen Handlungen zu verleiten versucht, kann entlassen werden. Weiter, er kann entlassen werden in einer ungeachtet vorausgehender Verwarnung mit Feuer und Licht unvorsichtig umgeht. Und dann, das ist der Oberhammer, er kann auch entlassen werden, wenn er mit einer abschreckenden Krankheit behaftet ist. Jetzt wissen alle, dass aber laut Gesundheitsgesetz in Österreich krank sein kein Entlassungsgrund ist. Also wenn jemand im Krankenstand ist, können sie ihn in dieser Zeit nicht entlassen. Das sind alles so Dinge, das sind unnötige Dinge, die man nicht bereit ist zu ändern. Man ist nicht einmal bereit, in Teilbereichen was zu ändern, geschweige denn die Gewerbeordnung als Ganzes einmal zu entrümpeln. Das fordern wir seit Jahren. Man wird uns immer recht gegeben. Den Mitterlehner Reinhold kenne ich jetzt seit dem Jahr 2008. Also kennen tue ich ihn schon länger, aber seit 2008 sitzt er mit in der Regierung. Und der gibt mir immer recht, auch der Matznetter von den Roten. Wenn ich die zu einer internen Besprechung treffe, geben die mir immer recht. Aber sie tun es nicht. Der Leitl fordert es immer. Im Wirtschaftsparlament wird es mit 90% Zustimmung beschlossen. Bringe ich es im Parlament ein, wird es abgelehnt. Ich habe dazu namentliche Abstimmungen gemacht. Hat den Christoph Leitl gesagt, du pass auf, von dir sitzen 17 Wirtschaftsbündler in den Reihen der ÖVP und alle haben den Antrag, den du im Wirtschaftsparlament eingebracht hast, wo sie mitgestimmt haben, im Parlament abgelehnt. Was macht jetzt ein Firmeninhaber, wenn sein Mitarbeiter permanent das andere tut, was er ihm sagt? Das wäre jetzt zum Beispiel ein Entlassungsgrund, oder der nicht auf das Jahr 1859 zurückgeht, sondern tatsächlich noch intakt wäre.
da passiert das nicht. Das ist Augenauswischerei und damit wird sich nicht ändern. Wir wissen, dass in den nächsten 5 Jahren ca. 60.000 Betriebe in Österreich vor der Übergabe stehen. Davon sind 2/3 Familienbetriebe. Sie alle wissen oder die es schon mitgemacht haben, ist, wenn heute die Firma an den Sohn oder an die Tochter übergeht, braucht eine neue Betriebsanlagengenehmigung. Da bekommen Sie ein Schriftstück zwischen 14 und 30 Seiten, nur mit Auflagen verbunden, bevor der neue Betriebsinhaber überhaupt in der Lage ist, auch nur 1 Euro zu verdienen, hat er bereits Unmengen von Auflagen zu erfüllen, Unmengen von Kosten dadurch zu erfüllen, bevor überhaupt was losgeht. Ich fordere, dass das schon seit Jahren, dass die Betriebsanlagengenehmigungen wesentlich vereinfacht werden, diese Auflagenflut zurückgefahren wird. Wir haben ja in den letzten Jahren das immer wieder erlebt, auch Sie als Wirtschaftstreibende, dass kein Quartal vergeht, ohne dass neue Auflagen kommen, sei das im Umweltbereich, sei das im Sicherheitsbereich oder wo auch immer, dass die Firmen zusätzlich belastet und nicht mehr verkraften können. Nehmen Sie heute einen Mittelbetrieb her, der hat in der Zwischenzeit bis zu 16 Beauftragte in seiner Firma. Vom Feuerbeauftragten bis zum Müllbeauftragten und. Das ist ein Unding. Das braucht kein Mensch. Wenn Sie heute einen Betrieb haben mit 20, 30 Leuten, selbstverständlich ist der eine oder andere für diesen jenes zuständig. Aber das sind alles Dinge, die Geld kosten, die fix vom Gesetz vorgeschrieben werden. Und wir verlangen, dass wieder mehr die Eigenständigkeit auch der Unternehmer gefördert wird. Der weiß ja selber, was er tun muss. Und dieses Klassendenken, das die SPÖ immer wieder verbreitet, die bösen Arbeitgeber und die armen Arbeitnehmer, das gibt es ja im Klein- und Mittelbetriebsbereich nicht. Die sitzen ja alle im gleichen Boot. Wenn Sie heute eine Schlosserei haben mit 4 Mitarbeitern und Sie arbeiten nicht selber mit und haben keine motivierten, guten Mitarbeiter, dann sind Sie als Chef der arme Hund, nicht der Mitarbeiter. Der ist gesetzlich abgesichert. Vom Insolvenzfonds angefangen bis zu etlichen anderen Sozialleistungen mit. Das ist das Riesenproblem. Ja, denn die Lohnnebenkosten. Wir haben Lohnnebenkosten, man verspricht uns seit Jahren, dass sie gesenkt werden. Es passiert nichts. Das Einzige, was diese Bundesregierung jetzt gemacht hat, war im letzten Jahr, das haben sie als großen Erfolg verkauft, in der Zwischenzeit hat sich das Rohrkrepierer herausgestellt, das ist der sogenannte Handwerkerbonus. Beim Handwerkerbonus hat man für das heurige Jahr 10 Millionen Euro zur Verfügung gestellt und für das nächste Jahr 20 Millionen Euro. Laut Evaluierung, die ist vor 14 Tagen erfolgt, hat man heuer von diesen 10 Millionen Euro genau 1/3 bis dato beansprucht. Und wissen Sie warum? Sie bekommen das ja nicht für alles. Sie bekommen nicht, wenn Sie eine neue Wohnzimmereinrichtung kaufen oder sonst was, sondern nur für Reparaturen, die Instandhaltungsarbeiten an Ihrem Haus oder in Ihrer Wohnung. Bis zu 3.000 Euro kann die Rechnung ausmachen, dann bekommen Sie 600 Euro retour. Da haben wir vorgeschlagen, wenn man das schon macht, dann sollte man es zumindest im Zuge eines Absetzbetrages machen über die Einkommensteuererklärung am Ende des Jahres, weil das verwaltungstechnisch wenig Aufwand bedeutet. Nein, es geht über Förderungen. Das heißt, Sie müssen ansuchen. Sie müssen Ansuchen stellen. Im Wirtschaftsministerium wurde in der Zwischenzeit eine eigene Stelle dafür eingerichtet, eine Schlichtungsstelle, die das Ganze abwickelt, mit circa wieder 30 bis 40 Mitarbeitern. Die Abwicklung geht teilweise über die Bausparkassen. Frage warum? Die Frage kann man sich auch stellen. Und hat den Erfolg, dass er unheimlich viel Schreibarbeit hat, derjenige, der das beantragt, der dann sagt, ich mache das gar nicht, ich lasse es gleich schwarz machen, dann spare ich mir die 20% auch, die 600 Euro, und habe aber diese Auflagenflut nicht zu erledigen. Und wenn er dann die Auflagenflut erledigt hat und er reicht es ein, ja, dann passiert einmal vorläufig gar nichts, das heißt, dann geht es 2 bis 3 Monate, bis er überhaupt das Geld zieht. Das ist das Nächste. Das war eine ursprünglich gute Idee. Wir haben vorgeschlagen, das finnische Modell, dort gibt es seit Jahren die Möglichkeit, dass man haushaltsnahe Dienstleistungen, auch zum Beispiel Kinderbetreuung und solche Geschichten, bis zu einem gewissen Betrag pro Jahr von der Steuer absetzen kann. Das hätte keinen zusätzlichen bürokratischen Mehraufwand, die sind sowieso da, und würde wesentlich erfolgreicher ablaufen, als das hier mit diesem Handwerkerbonus geschehen ist. Ja, und wo das Hauptproblem anfängt, und jetzt spreche ich alle an, wir haben keine Lobby mehr. Die Klein- und Mittelbetriebe sind im Parlament nicht mehr vertreten. Wir haben von 183 Abgeordneten im österreichischen Parlament sind 2/3 aus dem geschützten Bereich. Arbeiterkämmerer, Gewerkschaftsbündler, Wirtschaftsbündler, Banker,
Lehrer, Magistratsbeamte und. Ich bin seit, das sind Minimalvertreter. Ich bin jetzt seit 8 Jahren stellvertretender Obmann des Wirtschaftsausschusses. Wir haben im Wirtschaftsausschuss 24 Mitglieder. Von diesen 24 Mitgliedern sind genau noch 7 in der Privatwirtschaft tätig. Einer davon bin ich. Ich bin nach wie vor auch in der Privatwirtschaft. Ich habe ein kleines Unternehmen zu Hause, eine Versicherungsagentur mit Kfz-Anmeldestelle. Kann es nur machen aufgrund des großen Zeitaufwandes, weil meine Tochter auch schon seit über 10 Jahren bei mir ist und in der Zwischenzeit das besser kann wie ich, aber sie unterstützt mich sehr oder umgekehrt. Sonst wäre es nicht möglich. Das Problem ist, dass auch die Regierungsmitglieder, wir haben jetzt 16 Regierungsmitglieder und jetzt muss ich einen, den neuen, ausnehmen. Das ist der Schelling, der Finanzminister. Der war sehr erfolgreich in der Privatwirtschaft. Alle anderen haben noch nie einen Tag in der Privatwirtschaft gearbeitet. Ein Mitterlehner hat Jus studiert, hat das Gerichtsjahr gemacht und ist als Angestellter in die Wirtschaftskammer eingetreten, Wirtschaftsbund, und dann in der Wirtschaftskammer übernommen worden. Sein Gegenüber, der Arbeitsminister, das war sowieso der größte Fehler, das Bundesministerium hatte jahrzehntelang geheißen Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft. Man kann das Thema Arbeit und Wirtschaft nicht trennen, weil es unweigerlich zusammengehört. Es kann die Wirtschaft nicht funktionieren, wenn es die Arbeiter nicht gibt und umgekehrt. Geht nicht. Man hat das getrennt. Jetzt haben wir einen Arbeitsminister, der noch Soziales dazu hat, einen Konsumentenschutz, und einen Wirtschaftsminister, der jetzt noch Wissenschaft dabei hat. Der Hundsdorfer hat genau die gleiche Karriere. Jus-Studium, Gerichtsjahr, und danach ist er als Angestellter in den Gewerkschaftsbund eingetreten. Dann hochgekommen bis zum Gewerkschaftsbund Obmann und jetzt oder Präsident des Gewerkschaftsbundes und jetzt halt Arbeits- und Sozialminister. Wir haben von den 16 Regierungsmitgliedern, mit Ausnahme jetzt vom Hans-Jörg Schelling, nicht eine einzige Person, die einen Tag in der Privatwirtschaft gearbeitet. Und was erwarten Sie sich als Wirtschaftstreibende, wenn im Wirtschaftsausschuss Bestimmungen oder Gesetzesvorschläge kommen, dann abgestimmt werden, wenn von diesen 24 Abgeordneten nur noch 7 überhaupt in der Privatwirtschaft tätig sind und auch eine Ahnung davon haben, wie schwer es manchmal ist, auch nur einen Euro zu verdienen. Das geht nicht. Und das Problem ist, ich sage das bei jeder Veranstaltung wieder, das fängt in der Gemeindepolitik an. In der Stadt Hohenems, wo ich herkomme, da bin ich übrigens nach wie vor auch im Wirtschaftsausschuss, haben wir von 9 Mitgliedern im Wirtschaftsausschuss 3, die aus der Privatwirtschaft kommen. Und dann wundert man sich am Stammtisch und jammert und schimpft und tut. Das ist ja wahnsinnig, was ist der Stadt eingefallen, wie bescheuert muss man sein, dass man so einem Antrag zustimmt. Ja, wenn da niemand drin sitzt, der sich auskennt, der nicht weiß, wovon er redet. Ja, was erwarten sich dann die Wirtschaftstreibenden, was rauskommt? Und genau so ist es im Parlament. Und deswegen sage ich immer wieder, wenn es uns nicht gelingt, wieder Leute aus der Privatwirtschaft für die Politik zu interessieren, und das fängt in der Gemeindepolitik an, geht über das Land bis hin zum Bund, dann werden wir auch in Zukunft ein Problem haben. Das funktioniert einfach nicht. Wir brauchen dort Leute, die klar machen, die wirklich der Mehrheit klar machen können, warum solche Sachen wichtig sind, warum wir einen Bürokratieabbau brauchen, warum die Lohnnebenkosten runter müssen. Dass halt niemand mehr Kleinbetriebe, wenn sie nicht die Möglichkeit haben, das eine oder andere schwarz zu machen, ist ja gar nicht mehr lebensfähig. Das ist ja traurig. Und dann spricht man davon, dass Österreich eines der reichsten Länder der Welt ist. Wissen Sie, es ist traurig, wenn Österreich eines der reichsten Länder der Welt ist und es sich leisten kann, laut Armutsbericht des letzten Jahres, der Rupert weiß es, 1,2 Millionen Österreicher an Armut gefährdet sind. Dann frage ich mich, ob sich dann noch jemand traut, mit stolzer Brust hinzustehen und sagen, ja, wir sind ja eines der reichsten Länder der Welt. Und dann leisten wir uns 1,2 Millionen eigene Staatsbürger, Österreicherinnen und Österreicher, die von Armut gefährdet sind. Und wenn Sie sich heute die Durchschnittslöhne anschauen, Sie haben heute das Problem, dass einfach der Anreiz für die Niedriglohnbezieher, wirklich arbeiten zu gehen, nicht mehr vorhanden ist. Wenn heute die Differenz zwischen Mindestsicherung und Mindestlohn so minimal ausfällt und jemand noch die Möglichkeit hat, als junger Mensch zu Hause zu wohnen, wo er mit diesen Wohnungskosten etc. noch nicht konfrontiert ist, ja, dann wäre er ja bescheuert, wenn er arbeiten geht. Wenn ich heute eine Friseurin trifft, die hat einen Kollektivlohn von 850 Euro, dann muss ich sagen, Mädchen, bleib zu Hause. Nimm die Mindestsicherung von 744, mach dreimal die Woche eine schwarze Frisur, kann auch blond sein, dann hast du mehr. Du musst in der Früh nicht aufstehen, gar nichts. Das ist ein Wahnsinn.
Und jetzt komme ich eigentlich auf den Punkt, warum ich eigentlich heute da bin, und es freut mich, dass der Christian sich bereit erklärt hat, die Freiheitliche Wirtschaft Salzburg hier zu übernehmen, weil ich einfach der Meinung bin, dass wir Unternehmer brauchen, die umdenken. Wir wissen, dass die Roten für die Wirtschaftstreibenden noch nie viel übrig gehabt haben. Wir wissen, dass sich die Grünen im Moment um die Ein-Personen-Unternehmen kümmern, das mag schon sein, aber an und für sich für Wirtschaftsbetriebe in dem Sinn, im klassischen Sinn, wie wir sie kennen, auch nichts übrig haben. Und die sogenannte Wirtschaftspartei ÖVP, ja, die hat sich schon lange verabschiedet. Die ist nicht mehr Familienpartei, weil jetzt hüpft sie überall den Grünen nach, am besten das Kind aus dem Spital raus schon abgeben in einem Kinderhort, ja, nicht mehr zu Hause selber aufziehen. Das ist falsch. Wir müssen eine Wertediskussion wieder führen, und deswegen ist es auch in der Wirtschaft so wichtig, dass wir die freiheitliche Wirtschaft stärken. Wir sind leider im Moment unter Anführungszeichen ein Zwerg. Wir sind in der Wirtschaftskammer mit unter 10% vertreten. Wir brauchen jede einzelne Stimme, wir brauchen jeden Einzelnen von euch, damit sich was ändert. Und damit sich was ändert, brauchen wir aber auch Leute von Ihnen, die auch bereit sind, in der Politik mitzumachen. In meiner Heimatstadt zum Beispiel ist das kein Problem für einen Wirtschaftstreibenden. Der kann sich bei jeder Liste heute anmelden, ohne dass er Parteimitglied werden muss. Wir kandidieren schon seit Jahren als Freiheitliche und Parteifrei in Hohenems. Und ich hole mir vor jeder Gemeinderatswahl, hole ich mir 30, 40 Unternehmer zusammen und sage, bitte, hört auf zu jammern. Seid einmal bereit, euch in einen Ausschuss reinzusetzen. Es ist ja nicht so, dass der jeden Tag tagt. Der tagt auch nicht jede Woche. In der Gemeinde ist es so, dass der manchmal alle 2 Monate tagt. Oder vielleicht einmal im Quartal. Aber die Zeit muss ich mir nehmen. Und wenn ich mir die nicht nehme, dann darf ich aber auch nicht 5 Jahre lang am Stammtisch schreien drüber. Das geht nicht. Das geht nicht. Und ich kann euch wirklich nur bitten, nehmt euch bitte alle an der eigenen Nase. Wir brauchen eine gestärkte freiheitliche Wirtschaft, damit wir überhaupt jemals die Chance haben, auch diese Ideen umzusetzen. Und es gibt uns ja jeder Wirtschaftler recht. Es gibt mir interessanterweise auch der Mitterlehner recht, bei fast allen Punkten. Sagt immer, du hast ja eigentlich recht. Und dann schiebt er immer die Schuld auf die Roten. Sagt, ja, aber die gehen nicht mit. Wenn ich aber den in Matznetter treffe, unter 4 Augen, dann sagt er genau das Gegenteil. Der sagt, ja, wir täten eh mit, aber die Schwarzen gehen nicht mit. Und so wird das Problem hin und her geschoben. Und das zeigt sich halt leider davor, wovon wir schon seit Jahren warnen, dass eine große Koalition immer den kleinsten gemeinsamen Nenner sucht. Und damit geht nichts weiter. Und das ist das Riesenproblem, das wir haben. Und auch was die Wirtschaftsliste anbelangt, wir müssen es schaffen, auch in der eigenen Wirtschaftsliste oder im RFW, Netzwerke aufzubauen. Es muss uns einfach gelingen, einem jungen Unternehmer zu sagen, wenn er Mitglied beim RFW oder bei der Wirtschaftsliste, bei der Freiheitlichen Wirtschaft Salzburg werden will, was er für einen Nutzen daraus zieht. Wenn ich ihm sage, einmal im Jahr bekommst du einen Erlagschein mit einem Mitgliedsbeitrag, dann ist das zu wenig. Und wenn ich ihm sage, einmal die Woche bekommst du einen Newsletter, den kannst du dir anschauen, dann sagt er, weißt du was, jeden Tag in der Früh, wenn ich meine E-Mails aufmache, dann habe ich so viele Newsletter, dass ich mit dem Ablegen oder mit dem Löschen nicht nachkomme, dann ist das auch zu wenig. Das heißt, wir müssen mehr auf uns schauen. Der Wirtschaftsbund lebt das seit Jahren, Jahrzehnten vor. Bevor ein Wirtschaftsbündler bei einem Freiheitlichen einkauft, sucht er österreichweit alle Wirtschaftsbündler ab, ob die das gleiche Produkt haben. Das ist so. Das fällt vielleicht nicht immer auf, aber im Hintergrund läuft das genauso ab. Und es kann sich jeder von uns einmal selber die Frage stellen, ob er das auch so handhabt. Es geht nur so, wenn wir selber zusammenhalten, auf uns selber schauen, wenn jemand was investiert. Ich mache das in meinem Betrieb so, wenn ich was zum Renovieren habe oder zum Richten oder was auch immer, oder ich kaufe was Neues, dann schaue ich meine Kundenliste durch. Und dann ist selbstverständlich, dass der Kunde das macht. Der ist ja auch Kunde bei mir. Ich verdiene ja auch Geld mit ihm. Und dann schreibe ich es nicht aus wegen ein paar Euro. Also es sind Riesenaufträge von ein paar hunderttausend Euro, aber das kommt ja nicht so oft vor. Aber das ist das Um und Auf. Und das brauchen wir. Aber was wir grundsätzlich brauchen, wir brauchen wieder Wirtschaftstreibende in der Politik, damit sich was ändert. Ansonsten wird sich es nicht ändern. Und es wird von Jahr zu Jahr schlimmer. Ich beobachte das jetzt, ich bin jetzt seit 8 Jahren im Parlament und beobachte das. Ich mache jetzt seit 8 Jahren mit dem RFW Österreich-Touren, Bundesländer-Touren. Jedes Jahr, wir waren in Salzburg, waren wir auch vor 2 Jahren, Steiermark, Oberösterreich, immer wieder. Wo wir Firmen besuchen, auch Kleinstbetriebe, wo wir 2 Abende Vorträge halten über Wirtschaftspolitik, wie könnte das aussehen, wo wir unsere Ideen vorstellen oder präsentieren. Was könnte man machen? Wir bekommen überall recht. Das Problem ist, dass es die Unterstützung fehlt, das auch politisch umzusetzen.
Und deswegen hätte ich auch die Bitte an euch alle. Es sind jetzt Anfang des kommenden Jahres in Wirtschaftskammerwahlen. Und es freut mich wirklich, dass der Christian Befnis sich bereit erklärt hat, hier die Freiheitliche Wirtschaft Salzburg zu übernehmen, weil ich einfach glaube, dass es das braucht. Wir können das nicht dem Wirtschaftsbund überlassen. Ich kann Ihnen Beispiele en masse bringen, wo der Wirtschaftsbund im Wirtschaftsparlament Anträge annimmt und im Parlament die gleichen Anträge, die wortgenau die gleichen sind, ablehnt. Um das bitte ich euch einfach und dir, Christian, wünsche ich viel Erfolg für die nächsten Monate. Ich hoffe, dass viele von euch mitmachen als Mitkämpfer. Wenn noch Fragen an mich sind, stehe ich gerne zur Verfügung. Ansonsten hoffe ich, dass ich Sie nicht gelangweilt habe und wünsche einen schönen Abend. Sehr schön.